Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus. Der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Bau gekommen, den größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Kernkraftwerk immer noch unter Kontrolle. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Problem geeignet hat oder wodurch es verursacht wurde. Durch die radioaktive Strahlung sollen noch Menschen zu Schaden gekommen sein. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht angekommen. Lässt man nicht ausschließen, Herr Minister, dass es ein vergleichbares Unglück auch in der Bundesrepublik gibt. Klaus, damit du hörst, was ich jetzt sage. Ich bin nicht euer Superstar.